Es war ein fantastischer Tag. Ich hatte den ganzen Tag über so viel Spaß und bin von einem Gefecht zum nächsten gegangen. Ein Auftakt, der die Sinne raubt. Beim 62. Weißen Bären von Berlin erobern erstmals die Damen die Fechtbühne und ein deutsches Finale setzt dem Spektakel die Krone auf. Ich fand's mega cool, also auch viele gute Fechter dabei gewesen, viele Ausländer, echt super organisiertes Turnier. Die Klingen klirren, wenn 144 Fechterinnen aus über 15 Nationen zu präzisen Attacken ansetzen. Mitten in diesem Geschehen brilliert die Deutsche Alexandra Ehler. Bereits im Horst-Korber-Sportzentrum stellt die Nummer 57 der Welt ihre Gegnerinnen vor anspruchsvolle Herausforderungen und kämpft sich mit beeindruckender Entschlossenheit bis ins Finale vor. Dort tritt Ehler gegen keine geringere als ihre Teamkameradin Laura Wetzke an. Zwischen den Sportlerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen entwickelt sich ein packendes Duell. Die Anfangsphase bleibt ausgeglichen, doch Wetzke erlangt knapp die Führung. Mit einem gezielten Angriff sichert sich die 21-Jährige den entscheidenden Vorsprung und krönt sich zur ersten Siegerin des Turniers. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt gewonnen habe, weil meine letzte Saison war nicht so gut. Also es ist richtig schön, dass ich jetzt hier auch den Titel bekommen habe. Der historische Glanz des Weißen Bären manifestiert sich weiter in einem unerwarteten Triumph. Der Sieg des Tschechen Jan Kuf. Eigentlich als moderner Fünfkämpfer bekannt, beeindruckte er bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einem 8. Platz und zeigt nun auch im Fechten seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Diese bekommt der Italiener Matteo Galassi zu spüren, wenn 32 Jahre Erfahrung auf die jugendliche Energie eines 18-Jährigen treffen. Beide Sportler setzen mit präzisen und gleichwertigen Angriff den Startschuss. Aber dann ficht Kuf einen Vorsprung heraus, während Galassi entschlossen kontert. Mit den letzten Weisungen seines Trainers im Ohr markiert der Tscheche den Treffer zum 15:12. Ich glaube, ich komme schon seit meinem 15. Lebensjahr hierher. Es ist immer ein großartiger Veranstaltungsort. Es sind so viele Leute da und man kann wirklich seine Grenzen austesten. Und genau das haben wir heute getan. Ein Traditionsturnier voller Feuer, Finesse und fesselnder Degenduelle geht damit als spektakulärer Jahresauftakt in die Annalen des Fechtsports ein.